Ja, hallo Leute, heute geht es um meinen ersten Test mit Adobe After Effects. Mit diesem Programm werde ich mich jetzt ein bisschen mehr beschäftigen. Ich habe es jetzt mal mit dem Klonen versucht oder mit dem Cloning, wie man so schön sagt. Und wenn ihr weitere Updates haben wollt und weitere Videos und ich werde jetzt einiges zu diesem Thema machen, in Zukunft hätte ich mir vorgenommen, dann einfach meinen Kanal abonnieren, würde mich auch über ein Gefällt mir freuen und ja, Kommentare sind auch natürlich immer erwünscht. Und ja, dann wünsche ich jetzt einfach viel Spaß mit dem Video. Ja, herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich Ihnen einmal ein paar wirkliche